Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und wohlauf und lasst es euch jetzt gut gehen bei dem Video. Heute ist wieder Zeit für unseren Teamgeist, denn meine Teammates und ich zeigen euch heute wieder ganz viele tolle Ideen für ein Motto. Und dieses Mal ist das Motto alles rund um einen Spruch. Und die ersten zwei Karten, die ich euch zeige, sind von der lieben Maike und die sind schon einfach total genial. Also wenn sie jetzt mal so vor euch liegen, ich zeige es euch jetzt mal nah, Lust auf ein Tässchen Kaffee, kann man sie hier aufklappen und kann dann hier noch ein bisschen Text unterbringen. Und eigentlich sind die gedacht, um sie hinzustellen. Und dann kann man die anschubsen und dann schaukeln die. Und das finde ich total genial. Also die Karten, die haben mich total umgehauen, Maike, die finde ich super. Und diese Karte finde ich auch vom Design her mega, mega schön. Das sind irgendwie, ja, ihr wisst es, die Mohnblüten. Brauche ich gar nichts mehr dazu sagen. Da gibt es schon viele Videos von mir, weil ich die einfach so schön finde. Hier ist es auch so, da kann man eben auch innen rein was schreiben. Und die kann man auch so hinstellen und so anschaukeln, anschubsen. So eine Schaukelkarte und ich finde, die sind mega, mega schön. Also die finde ich total cool. Ich finde die Idee super. Ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ja, ob es da schon so Anleitungen gibt oder so, aber das ist einfach total toll. Mit vielen Kreisstanzen kann man das super machen. Kann das dann eben einmal umknicken, den äußersten Kreis, und dann so aufstellen und beschriften. Und die Texte, also rund um einen Spruch, das ist ja eigentlich ein sehr vielseitiges Motto, finde ich. Die kann man auch ganz einfach machen, wenn man jetzt keinen runden Spruch hat oder so. Manchmal hat man ja auch runde Stempel. Kann man auch einfach mit den Klarsichtstempeln die Stempel so ein bisschen biegen und kann das dann super auch so aufbringen. Mache ich dann in meiner Idee auch, die seht ihr später und das Video dazu steht ja dann auch später. Aber das ist eben ganz einfach, dass ihr jeden Spruch auch ein bisschen biegen könnt. Ich glaube, ich habe den auch. Ja, den Spruch nehme ich dann auch auf meiner Karte oder auf einer Beispielkarte. Sehr witzig. Okay, also das ist schon mal die erste Idee von der Maike und die finde ich einfach nur genial. Das mit dem Schaukeln, da kann man gar nicht aufhören. Das ist eine super Sache für eine kleine Einladung, für eine Menükarte, das ist auch ganz toll. Ihr seht es natürlich in dieser Form jetzt besser, aber ihr müsst natürlich auch sehen, dass die schaukeln können. Oder als Einladungskarten hat die Maike auch geschrieben, wäre es auch super, eben für eine Tasse Kaffee oder Tee. Das ist natürlich auch super mit dem Stempelset aus der Celebration. Und ich habe hier, das heißt Rockercard, die Karte, Kartenart. Hier ist die Materialliste für euch. Ich hoffe, ihr könnt es gut lesen. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen näher hin. Und zeige euch auch noch den unteren Teil. Es sind ja zwei Karten, also total viel Arbeit, aber wunderschön. Also ich finde die total toll. Und freue mich super über die Karte. Vielen Dank, liebe Maike. Ganz toll. Thema zu 100% erfüllt, muss ich sagen. Die nächste Karte ist von der lieben Svantje. Und das finde ich total lustig. Also wir haben hier nochmal den gleichen Spruch, Lust auf ein Tässchen, und auch nochmal das gleiche Stempelset verarbeitet. Und es ist einfach so eine Einladung zum Kaffee oder zum Tee oder zum Kakao. Was ich total cool finde, ist dieser Schaum, der lädt auch wirklich gleich ein, so eine richtig fetten Sahnehaube auf dem Kakao drauf. Treffen mit der Freundin hat die Svantje geschrieben, ist das natürlich super und leitet den Frühling ein mit dem schönen Kranz und den Blumen. Also ich finde die Karte ist auch wieder wunderschön. Was ich auch sehr toll finde, ist die halbrunde Schale im Prinzip, die sie unten hingemacht hat. Also total schön, oder? Auch den Spruch wieder ein bisschen gebogen und auch tolle Farben, finde ich. Also das ist einfach frühlingshaft und schön und mit dem Designerpapier im Hintergrund noch so ein kleiner Spezialeffekt. Das ist also quasi geprägtes Papier, das schon fertig ist, auch aus der Celebration. Innen auch noch ein paar Blümchen gestempelt, also wirklich wieder eine ganz, ganz tolle Karte von der Svantje. Und die Materialliste hat sie uns auch aufgeschrieben, die zeige ich natürlich. Oh, ich muss gucken, dass ich komplett ins Bild komme. Genau, also wir haben hier wieder ganz viele Sachen, ganz viele Materialien. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Inspiration. Und auch lustig mit eigentlich den gleichen Materialien schon fast. Wieder eine komplett andere Karte wie bei der Maike. Als Vergleich ist das natürlich total cool, gell? Okay, also wunderschöne Karte von der Svantje. Die nächste Karte ist eine Karte von der lieben Andrea. Und Andrea hat geschrieben, sie wollte was ganz Zartes machen und was ganz Frühlingshaftes. Und das finde ich ist hier super gelungen, oder? Also hier, ich hoffe, es kommt im Video gut raus, dass es Pergamentpapier, das hier eingearbeitet ist. Unten auch wieder dieses ganz leichte Papier von der Celebration, das einfach nochmal ja, so einen ganz feinen Touch gibt. Dann die wunderschönen Kirschblüten, total toll koloriert.
mit ganz viel Glitzer. Ich hoffe, das sieht man in der Kamera. Wink auf Stella ist da auf jeden Fall eine Menge drauf. Und auf jeden Fall auch ein wunderschöner Spruch. Liebe hält die Zeit an und lässt die Ewigkeit beginnen. Auch innen die besten Wünsche zu eurem großen Tag. Also innen ist auch mit ganz zartem Designerpapier wieder gearbeitet, dass das so ganz leicht durchschimmert, wenn man die Karte zumacht. Zu der Karte gibt es, glaube ich, auch eine Anleitung auf ihrem Blog. Schaut auf jeden Fall rein bei Andreas Kartenwerkstatt, hier unten. Halte ich euch das gleich mal ins Bild, einmal so. Und die ganze Materialliste kriege ich jetzt so ins Bild, genau. Auch mit einem schönen Designerpapier. Andrea macht da immer so tolle Karten, muss ich sagen. Total viel Mühe. Und natürlich auch ein schönes Kuvert dazu. Also eine Hochzeitskarte, ganz zart. Auch wieder ein wunderschöner Spruch einfach drauf und so ganz toll frühlingshaft gestaltet außenrum. Finde ich wunderschön und vielen, vielen lieben Dank, Andrea. Gefällt mir total gut. Die nächsten Karten sind von der lieben Moni. Und Moni hat einmal eine Karte für mich gemacht mit den allerbesten herzlichen Wünschen, könnte man auch sagen, mit dem kleinen Herz. Total süß. Ist eine kleine Osterkarte eigentlich. Also hier drinnen verbirgt sich ein kleines Osterschaf. Total süß. Und ja. Ist schon mal total eine schöne Karte, einfach auch mit diesen, also mit dem Designerpapier und die Farben finde ich auch irgendwie total cool. Also das Grün, das benutze ich ganz selten. Ich weiß jetzt die Farbe gar nicht. Tannengrün, denke ich. Aber das passt irgendwie richtig gut dazu. Das ist so ein richtiger Farbklecks. Und das finde ich auch cool. Das ist, glaube ich, drauf embossed auf die Blätter. Das macht sich nochmal, das schimmert und glänzt so und das bringt nochmal so ein richtiges Highlight mit drauf auf die Karte. Und die eigentliche Karte, die sie, glaube ich, für unseren Teamgeist geschickt hat, ist diese Karte. Wahre Freundschaft ist alles. Das ist eine total schöne Klappkarte, die kann man hier aufmachen. Was ich auch super toll finde, sind diese neuen Stanzformen. Oder neu sind sie gar nicht, aber für mich sind sie neu. Ich habe es mir nämlich jetzt auch endlich bestellt und ich finde, die haben eine richtig tolle Form. Und hier kann man das eben an der Seite mit dem Band aufmachen. Dann kommt nur nicht selbstverständlich, also passend wieder zum Spruch. Und dann kann man die nochmal aufklappen. Und hat noch Familie sind, Freunde sind die Familie, die man sich aussuchen kann. Also total witzig. Und eine richtig schöne Klappkarte, die. Also ich finde die ganz toll. Von der Art, so mit Ein- und Ausklappen, mit dem Verschließen, das ist einfach eine ganz tolle Karte. Auch mit den Blümchen drauf und mit den Schmetterlingen gestempelt. Und auch wieder so eine richtige Frühlingskarte, so gerade hier in der Mitte, diese Frühlingsfarben irgendwie. Sehr cool. Und hier im Hintergrund sind noch ein paar Blasen gestempelt. Ich hoffe, es kommt raus in der Kamera. Also wieder eine wunderschöne Karte mit so einem Klappmechanismus, dass ich es noch rauskriege. Selbstgemacht in Movies Bastelwelt. Und die Materialliste findet ihr hier dazu. Genauso gibt es auf ihrem Kanal auch ein Video dazu. Also ihr könnt die Karte auch super mit einer Anleitung von ihr nachbasteln. Und diese Sachen braucht ihr dafür. Oder sowas ähnliches. Man muss ja nicht immer genau mit dem gleichen arbeiten. Aber ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Karte und ich finde auch die Sprüche richtig witzig und schön und ja, auf jeden Fall alles rund um einen Spruch oder um eine ganze Geschichte mehr oder weniger, weil da sind ja richtig viele Sprüche verarbeitet und das finde ich total cool. Finde ich eine richtig schöne Karte. Vielen, vielen lieben Dank, Moni. Das finde ich toll. Ich versuche auch gleich wieder eine schöne Schleife hinzukriegen. Mal schauen, ob das klappt. Vorerst muss es so passen. Vielen Dank, Moni. Gefällt mir total gut. Und vielen Dank für meine Karte dazu. Die nächste Karte, die hat mich auch wieder super geflasht. Die finde ich total schön von der Heidi. Und zwar ist das einmal die Karte. Ich finde, die ist total toll von der Farbkombination. Mir gefällt das Papier immer noch so gut, dass ich echt wieder mal am Überlegen bin, ob ich es mir nicht doch noch zulege. Alles rund um einen Spruch, mal ganz witzig arrangiert. Und die Karte hat eine Technik. Und ich hoffe, Heidi, dass ich das richtig mache. So, weil wenn ich die Karte aufklappe, dann funktioniert es nicht so richtig. Also die muss zubleiben, wenn ich das richtig. Ich hoffe, ich mache das wirklich richtig. Also die Kartenform kenne ich nicht. Aber die hat hier so ein. Seht ihr das? Man kann das so schwenken oder wackeln. Und hinten drauf steht, also vorne steht zum Geburtstag. Und hinten wünsche ich dir, dass jemand dir Blumen pflückt und dazu viel Freude, Gesundheit, Liebe und Glück. Also wirklich tolle Sprüche und eine ganz, ganz tolle Karte, die ich wirklich hoffentlich richtig behandle hier. Also nicht, dass ich da eigentlich was ganz anderes machen müsste, aber ich traue mich nicht, dass ich da irgendwas, nicht, dass ich was kaputt mache. Aber so ganz aufmachen darf man sie, glaube ich, nicht. Also ich glaube, ich mache es richtig. Ich hoffe es wirklich, Heidi. Aber das ist wirklich cool, oder? Also
Die ist echt cool. Ganz, ganz tolle Karte. Habe ich auch noch nicht gesehen. Also, es gibt immer ganz viele Sachen, die wo. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gesehen mit so einem Faden. Also, es gibt immer mal was Neues, auch für mich. Und das finde ich total spannend und schön. Und hier auch wieder ein tolles Kuvert dazu gestaltet. Das ist die Karte von der Heidi. Die Heidi ist wirklich Wahnsinn. Die macht nämlich so richtig tolle Bücher. So, ich habe euch mal eins gezeigt in dem Teengeist zu Weihnachten, meine ich, war das. Mit dem Stern. Ich habe da so ein Sternbuch bekommen. Also da müsst ihr mal gucken, was es da Tolles zu machen gibt. So Bücher, wo man die Seiten so knickt und zuschneidet, dass man da Wörter reinmachen kann oder eben Sterne oder Schmetterlinge oder sowas. Finde ich auch hammermäßig. So viel Arbeit und so viele tolle Ideen. Also bin ich immer wieder geflasht, wenn ich da Bilder sehe. Okay, und das ist da die Materialliste dazu. Barb Flipkart heißt das Ganze. Hätte ich mir vielleicht vorher mal im Internet anschauen sollen, ob ich das richtig aufmache. Aber ich denke, ihr habt es gesehen und wenn man das besser aufmachen kann, dann wisst ihr das vielleicht. Oder könnt auch nachschauen. Barb Flipkart. Vielen, vielen Dank, Heidi. Ich finde die Karte super schön und wie gesagt, ich hoffe, dass ich das alles richtig gemacht habe hier. Vielen, vielen Dank. Ah, ich muss noch eine ganz kleine Feinheit zeigen. Die ist mir gerade aufgefallen. Hier unten seht ihr das. Also hier, dieses Designerpapier mit den silbernen Schriften kann man ganz dünn schneiden. Ganz dünn. Und dann kann man das auch wie so einen silbernen Garn, wie ich immer benutze, kann man das hier verwenden als Designerpapier mit so silbernen Applikationen drauf. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, aber ich finde das total cool. Das ist auch wieder eine super Idee. Ganz dünne Streifen einfach auch ein bisschen in Form bringen und dann noch unterlegen hier. Gut, cool. Die nächsten Karten sind von der Steffi und die Karten finde ich auch wieder total cool. Wie immer, ich finde eure ganzen Karten total toll. Zuerst zeige ich euch mal diese Karte hier. Das ist jetzt mit älteren Materialien von Stampin' Up! Gearbeitet mit diesen tollen Blüten. Was ich da schon mal total schön finde, also die macht man hier mit so einer Banderole auf, ist, dass die Steffi das unterschiedlich gearbeitet hat hier im Hintergrund. Also einmal mit Savanne und einmal mit Blütenrosa. Übrigens auch eine tolle Farbkombi, finde ich, mit dem Vanille pur. Und an der Seite noch so eingefärbt. Aber dass das unterschiedliche Farben hat hier, das finde ich total cool. Das ist eine gute Idee, solche Stanzformen, die man auch so einsetzen kann, mal anders zu hinterlegen. Finde ich super, gefällt mir richtig gut. Dann die zwei Blüten unterschiedlich ausgestanzt und dann macht man die Karte hier so auf. Und hier haben wir natürlich den abgerundeten Spruch, schönen Geburtstag, nochmal eine schöne Blüte und hier auch nochmal richtig viel Platz für einen Text. Finde ich eine ganz tolle Karte. Ich finde es auch super, dass man die mal so nach unten aufmachen kann. Ist eine tolle Idee und ihr habt hier einmal die Materialliste. Und mit der Banderole und so. Also ich finde, es ist wirklich toll. Eigentlich eine ganz schlichte Karte, aber da steckt auch viel Arbeit dahinter. Und ich finde es eigentlich total schön, dass die so schlicht ist. Hat was ganz Besonderes, oder? Toll. Finde ich super. Und die zweite Karte, das finde ich auch ganz witzig, das ist eine Karte, die hatte ich so ähnlich im Kopf. Also mein erster Gedanke zu unserem Thema war eigentlich, dass ich eine Karte mache, wo ich Sprüche immer so außenrum stempel, so rund. Also rund um den Spruch und dann alles so außenrum stempeln. Aber ich habe irgendwie nicht die richtige Karteidee dazu gefunden, also die richtigen Sprüche, so viele Sprüche, die dann nacheinander gut passen und so. Auch von der Größe. Also es hat dann nicht ganz so geklappt, wie ich mir das zuerst vorgestellt habe. Ich habe dann ein bisschen was anders gemacht und dann hat es so ähnlich geklappt. Aber das war meine erste Idee. Und als ich dann diese Karte gesehen habe, fand ich das total lustig, weil es ist ja auch so eine Idee, dass man viele Sprüche verbindet und alles rund um einen Spruch setzt. Und ja, das finde ich total super. Das ist toll gearbeitet und genauso das Motto quasi umgesetzt, wie es bei mir nicht ganz geklappt hat, aber in einer anderen Form. Das finde ich eigentlich witzig, wenn man so ein Thema hat, dass man das dann komplett anders beim nächsten umändert. Also jeder kriegt da was anderes raus. Und hier passen auch die Sprüche wieder alle super zusammen. Das ist wieder eine Geburtstagskarte und finde ich schön. Also finde ich auch die Farben wieder toll, beide Farbkombinationen. Und finde ich eine richtig coole Idee. Wieder ganz anders umgesetzt als unser Motto und schön gestaltet, oder? Tolle Sprüche. Finde ich auch super, dass die alle unterschiedlich sind. Also da passt jetzt kein Spruch genau mit dem anderen von der Schriftart zusammen oder so, sondern das ist einfach genauso. Also finde ich super cool. Und auch hier haben wir wieder eine Materialliste, die ihr hoffentlich gut lesen könnt. So halte ich es euch mal rein, genau. Und auch wieder eine coole Farbkombination und eine super Idee. Fällt mir richtig gut. Vielen, vielen Dank, Steffi, für deine wunderschönen Karten.
Die nächsten Kartenideen passen eigentlich auch zum Thema. Sie waren jetzt nicht direkt aufs Thema bezogen, glaube ich, aber die sind von der Julia und die sind total süß. Und die muss ich euch unbedingt zeigen. Also du bist einfach total toll. Das ist natürlich wunderschön. Also was geht darunter wie Öl. Vielen Dank, Julia. Ich finde das voll süß und ich finde, das ist eine mini, einfache, schlichte Karte, aber die sagt einfach alles aus. Und rund um einen Spruch, besser geht's nicht. Perfekt. Und die zweite Karte, fröhliche Osterzeit, ist jetzt natürlich eine Osterkarte, aber finde ich auch schön, weil auch wieder das runde Thema aufgenommen worden ist. Und ich finde auch das Designerpapier sehr schön mit der Wellenkreisstanz im Hintergrund und den kleinen Hasen in Rot. Also ich finde, das ist auch eine ganz, ganz tolle, süße Karte. Und ich freue mich sehr über die beiden Karten. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Die nächsten Karten sind von der lieben Nadine und ich zeige euch auch wieder alles, was ich bekommen habe, weil das ist so schön. Ich muss mit dem Hasi anfangen. Ich habe von der lieben Nadine für mich und meine Familie Hasis bekommen und die finde ich so, so süß. Da ist so eine Kugel drin und diese Hasenform mit dem Ohr, mit den Ohren und mit dem Knickohr und oh Gott, ich habe mich verliebt, Nadine. Wenn du mir schreiben willst, was das für eine Stanzform ist, dann bin ich dir glücklich. Da freue ich mich drüber, weil ich glaube, ich brauche die auch. Das ist zwar Ostern schon vorbei, aber das ist einfach so süß. Vielleicht auch als kleines Gastgeschenk mal später für den Kindergeburtstag. Oh, das ist total goldig, oder? Also das hat mich total gefreut auch und finde ich total süß. Ich muss mir gleich meinen Hasi retten, natürlich. Und dazu auch eine tolle Osterkarte, die eine Form hat, die ist nicht von Stampin' Up, aber die finde ich auch total cool. Da kann man hier so wunderbar Kuckuck spielen, das ist einfach toll. Frohe Ostern und total süß gemacht. Also total toll und man kann auch wieder nicht mehr aufhören. Das ist so eine Magic Card und ach, da bin ich immer dafür zu haben. Das wisst ihr ja. Auch hier schön koloriert im Hintergrund, so viel Arbeit steckt da auch drin und einfach eine super schöne Karte. Vielen, vielen Dank und für die Hasis sowieso. Und für unseren Teamgeist war es auch noch fleißig und hat gleich zwei Karten gemacht. Einmal ein Tag mit dir und schon blühe ich auf. Was ein wunderschöner Spruch ist auf jeden Fall. Und ich finde mit diesem Ornament aus den Painted Poppies Stanzformen, die da dazugehören, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, das passt auch wieder super zum Motto. Und der Hintergrund ist auch total interessant und kann ich euch gar nicht so richtig erklären. Das fühlt sich nämlich so ganz besonders an, das Papier. Also es ist auf jeden Fall was Embossedes dabei. Diese Blüten sind embossed. Und das Papier ist so ein bisschen rau. Ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht hat. Ich zeige euch jetzt mal die Materialliste. Das ist einmal die Nadine. Und hier ist die Materialliste. So bringe ich es ins Bild, genau. Und da steht drauf Fixativspray. Also irgendwas ist da gearbeitet. Ah, mit Distress Oxide. Also ich kann das euch nicht erklären, ich kenne das nicht, aber Distress sind so Farben und mit dem Fixing Spray wahrscheinlich wird es irgendwie speziell bearbeitet, das Papier, und dann eben embossed und so dann gearbeitet. Also total spannend zum Anlangen vor allem auch. Also es ist was für die Hände auch. Und auf jeden Fall eine total schöne Karte. Hier sieht man auch die Blüten, die embossed sind, die schimmern da noch schön und glitzern und also eine tolle Karte. Vielen, vielen Dank. Wunderschön. Und die zweite Karte ist auch sehr, sehr edel. Also das ist eine Trauerkarte mit einem wunderschönen Spruch auch wieder und mit diesen Ginkgo-Blättern im Hintergrund. Also das macht es total elegant. Dadurch, dass das so in weiß gearbeitet ist und auch auf einem weißen Hintergrund, finde ich, ist das total schick. Das ist richtig schön. Zeige ich auch hier. Hier haben wir auch nochmal. Oh, die Innenseite habe ich euch vorher nicht gezeigt. Die zeige ich euch gleich noch, weil die ist auch bestempelt. Von der ersten Karte. Und die Materialliste von der zweiten Karte ist eben diese hier. Ginkgo-Blatt. Das ist jetzt auch nicht von Stampin' Up, aber das ist auf jeden Fall. Also, das ist echt cool. Das ist so auch relativ hoch, finde ich. Ich glaube, ihr seht es auch ganz gut. Und finde ich echt wieder eine ganz tolle Karte. Schlicht und schön und auch sehr elegant durch das Weiß. Gefällt mir auch wieder super gut. Vielen, vielen Dank, Nadine, für deine tollen Karten und für alles. Vielen Dank. Die nächste Karte ist von der lieben Gabi. Und diese Karte ist auch wieder eine Trauerkarte. Also finde ich auch cool von euch, dass ihr Trauerkarten bastelt, weil ich finde, das ist immer schwierig zum Basteln. Und das braucht man natürlich leider auch. Aber das ist auch immer toll, wenn man da viele Ideen bekommt. Und hier ist die Erinnerung an gestern, gibt uns Trost und Kraft für morgen. Auch ein wunderschöner Spruch. Die Gabi hat auch geschrieben, dass das eben ganz ein besonderer Spruch ist für sie. Und mit diesen
Blumen, wo mir jetzt der Name nicht einfällt. Das ist auch wieder eine ganz elegante Karte in Weiß und Grau gearbeitet. Also finde ich auch total schön, Gabi, wirklich. Gefällt mir richtig gut. Schön, oder? Das wirkt auch so richtig elegant und ganz tolle Karte. Super schön. Hier ist die Materialliste. Stille Schönheit heißt das Stempelset. Das ist auch ein bisschen älter. Aber das finde ich toll mit dieser Technik. Das schaut so richtig echt aus. Also das kommt so richtig vor. Dieses, ich glaube, das Dress Ink heißt es, oder? Ich bin gerade heute ein bisschen verwirrt. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz schöne Karte. Vielen lieben Dank, Gabi, für diesen tollen Spruch und für diese wundervolle Kartenidee. Super schön. Die nächste Karte ist von der lieben Ella. Und die finde ich auch wieder echt super toll, weil die auch Ton in Ton gearbeitet ist. Und ich finde, die Ella macht das öfter so in dieser Art, finde ich. Und ich finde, das ist was ganz Besonderes. Ich finde, das ist. Ich kann das manchmal nicht, dass ich nur in zwei Farben arbeite oder so. Und ich finde, das ist total schön so. Ja, also ich finde diese Art total toll und irgendwie einfach, aber total schön und was Besonderes. Ich überarbeite übrigens auch mit den Schmetterlingen dieses Mal bei meiner Karte. Und alles Schwere macht uns stärker. Ist auch wieder ein wunderschöner Spruch. Und innen auch ein bisschen gestempelt. Also eine ganz tolle Karte. Dieses Ton in Ton und mit diesen Punkten hinten dran, also und mit den Schmetterlingen, die kann man nur so ein bisschen anheben. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Karte. Also auch eine einfache Karte, auch eine super Karte für Anfänger ist das auf jeden Fall. Und Ton in Ton gearbeitet, da braucht man auch gar nicht viel Stempelfarben und schön. Tolle Karte, kann ich gar nicht mehr dazu sagen, finde ich super. Und hier ist nochmal die Materialliste. Und wie gesagt, eine ganz tolle Karte. Wunderschön. Die nächsten Karten sind von der lieben Heike. Und ich zeige euch wieder meine Karte, also die Karte für mich. War diesmal wieder eine Osterkarte. Also die Karten sind natürlich alle vor Ostern bei mir angekommen und deswegen kriege ich da so viel Osterpost und so süße kleine Häschen. Und das ist eben auch eine tolle Idee, finde ich, für eine Osterkarte. Mit diesen kleinen Ostereiern, die gestanzt sind und gestempelt sind. Also total süß. Gefällt mir schon mal super gut. Und die Karten, die sie jetzt gestaltet hat für uns, sind auch ganz, ganz toll. Da ist ein bisschen was abgegangen, das stecke ich jetzt mal dahinter. Also zuerst diese Karte, gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu sein. Also was für ein Spruch, oder? Also da braucht man nichts mehr sagen dazu. Und auch innen gestaltet mit dieser neuen Gartenbordüre. Ich weiß nicht, wie die Stanze heißt, aber die ist jetzt, die kommt ganz neu in den neuen Jahreskatalog und die kann man jetzt schon bestellen. Und von der Farbgestaltung mal was ganz anderes, finde ich. Also dieser Ton im Hintergrund auf dem Papier ist leicht orange in meinen Augen, würde ich sagen. Und dazu dieses Blütenrosa oder Kirschblütenpapier passt sehr gut zusammen. Diese Blätter hier sind eigentlich Reste aus der anderen Stanzform, die es da auch dabei gibt. Also die kann man super verwenden. Das schaut ganz schön aus als Zierzweige im Hintergrund. Und hier unten diese Bordüre mit diesen Rosen, das ist einfach wunderschön. Also eine ganz feine, edle Karte. Wie gesagt, das Ding hier ist abgebrochen, aber das klebe ich dann gleich noch rein. Aber wunderschön. Mit ein paar Blümchen dabei. Ganz frisch. Das könnte auch eine super schöne Hochzeitskarte sein, irgendwie von den Farben her und so. Finde ich, wirkt das so. Und die zweite Karte ist natürlich auch toll. Ich wollte einfach mal vielen Dank sagen. Mit diesem wunderschönen Papier, mit diesem Pfauenpapier im Hintergrund. Das schimmert so toll. Und auch wieder diese tolle Stanze. Also die ist wirklich sehr schön. So eine Randstanze mit Blüten. Dann noch ein ganz feines Band im Hintergrund gearbeitet und das hier ist embossed mit Glitzerschwarz und oben gestempelt und unten gestempelt, also auch wirklich schön. Und hier wieder mit der Stanze im Innenbereich, das ist auch was ganz Besonderes dann noch. Also das ist auch schön, weil man das dann in der Innenseite nochmal aufnimmt, das Thema von außen. Also wieder zwei ganz, ganz tolle Karten. Vielen, vielen Dank, liebe Heike. Und meine Karte war natürlich auch super, die habe ich schon auf Seite gelegt. Also drei ganz tolle Karten. Vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Inspiration, liebe Heike. Dankeschön. Ich zeige euch jetzt zum Abschluss noch meine Idee, meine Karte. In dem Video dazu, das verlinke ich euch jetzt schon mal hier oben, zeige ich euch noch eine weitere Idee, wie man es noch gestalten kann, noch mal ein bisschen anders. Und ich habe mir gedacht, ich mache auch eine Frühlingskarte mit euch, mit einem schönen Spruch. Danke für alles, was du tust. Und ein paar schöne bunten Schmetterlingen, also eine einfache Karte, die man leicht gestalten kann, aber auch irgendwie eine süße, besondere Karte, so ein kleiner Clou.
den Schmetterlingen, die da so außenrum fliegen. Und ja, wie gesagt, das Video dazu, das kommt nächste Woche. Und ich bin heute auch immer noch nicht fertig, denn habe ich eigentlich innen? Ja, ich habe innen auch ein bisschen gestempelt. ich zeige euch noch weitere Karten, weil meine Osterpost ist gekommen, wie gesagt, und ich wollte euch das auf jeden Fall zeigen. Und irgendwie passt natürlich auch hier zum Thema, denn es sind natürlich auch Sprüche drauf und eigentlich passt da jede Spruchkarte zu unserem Thema. Die erste Karte, die ich euch zeige, ist von der lieben Marlies und die finde ich total schön. Eine ganz aufwendige Karte mit einem schönen Spruch, also danke, ich wünsche dir alles Gute. Mit den Marienkäfern, die sind total süß und die passen super auf die Karte, weil die einfach viel bieten. Die Karte kann man jetzt hier so aufmachen. Entschuldigung, ich war jetzt gar nicht im Bild. Habt ihr das gesehen? Also die kann man aufmachen, hier nochmal aufmachen und hat dann in der Mitte die Blüte mit dem Schmetterling drauf. Also viel Gestaltungsmöglichkeit zum Stempeln. Sind hier sogar geprägt im Hintergrund mit den kleinen Blumen. Und die Anleitung dazu, also ich weiß nicht, ob sie von mir ist, aber ich habe euch dazu schon mal eine Anleitung für eine Weihnachtskarte gemacht. Die findet ihr hier oben unter dem weißen i. Dann könnt ihr die Karte nachbasteln. Das Tolle an der Karte ist auf jeden Fall, dass man die komplett flach hinlegen kann und damit der Post super verschicken kann. Und ihr könnt natürlich hier innen noch einiges unterbringen an Text. Also Mali ist eine ganz, ganz tolle Karte und die wollte ich euch unbedingt zeigen. Finde ich total schön und ist eine super Idee, diese Kartenform auch anders zu gestalten, als zum Beispiel wie bei mir als Babykarte und als Weihnachtskarte, habe ich es euch, glaube ich, mal gezeigt. Genau, da könnt ihr noch was umbauen dann, das anders umsetzen. Eine weitere Osteridee mit so einem kleinen Wackelhäschen habe ich bekommen. Die Karte ist von der lieben Gabi, die ist innen auch noch ein bisschen bestempelt und die ist auch total süß. Also das ist wieder so eine Karte, wo man immer rumfummeln muss dran, weil es einfach toll ist mit so einem Wibbler. Und mir ist da was eingefallen. Vielleicht zeige ich euch da mal noch einen Tipp, wenn es funktioniert. Ich hätte noch eine Idee zu dem Wibbler. Aber das muss ich erstmal testen. Also mir ist da was eingefallen. Aber das ist auch so süß mit dem Häschen. Vielen Dank, Gabi. So toll. dann habe ich eine Karte bekommen. Das ist so eine... Ja, ich glaube, ich kann das auch einfach aufklappen. Diese Karte habe ich euch auch mal gezeigt, kann ich euch auch ein Video hier oben verlinken, wenn es noch Platz hat. Ich weiß gar nicht, wie viel schon drin sind. Zum Osterfest viel Freude, Hoffnung und Sonnenschein. Also so eine Technik, die haben wir auch mal im Teamcast gemacht, das Männerkarte meine ich. Und die klappt man dann hier auf und dann poppt das hier alles so auf. Also man kann die super hinstellen. Man könnte da jetzt auch ganz toll Bilder von Kindern unterbringen oder von irgendwas anderem, was ihr gerne jemand schicken wollt. Aber das würde sich natürlich anbieten, vielleicht einen Text oder zwei Texte und dann noch zwei Bilder oder so. Und da hat man hier eine ganz tolle kleine Karte, die man schön hinstellen kann. Also eine kleine Galerie sozusagen. Und die Karte habe ich bekommen von der lieben Vanessa und das freut mich auch sehr. Ganz schöne Karte und tolle Farbkombination wieder. Dieses Blütenrosa, ich weiß auch nicht. Das gefällt mir immer, 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 immer super gut. Und also eine ganz tolle Karte, oder? Super Idee, schön gemacht, schön gestaltet. Vielen, vielen Dank, liebe Vanessa. Dann habe ich eine Karte bekommen von vom Klaus aus Berlin. Die ist jetzt nicht aus meinem Team, aber die habe ich trotzdem bekommen. Und das finde ich auch total schön mit einer kleinen Feder hier im Hintergrund. Und ich habe mich sehr über die Karte gefreut. Und vielen, vielen lieben Dank an den Klaus. Finde ich auch total süß, dass er hier das Häschen so im Hintergrund versteckt. Das finde ich eine tolle Idee, dass das hier so rausspitzelt. Ich muss mal gucken, ich bin immer irgendwie außerhalb vom Bild. Und genau, auch wieder mit den Krokussen gestaltet. Das seht ihr jetzt nochmal die zweite Karte so im Vergleich von den Farben. Wirkt auch wieder ganz anders. Beides sehr schön und ja, eine tolle Osterkarte eben mit diesem feinen Flaum hier. Und vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Bin gespannt, ob du das siehst. Kannst du in die Kommentare schreiben. Und dann habe ich nochmal eine ganz tolle Karte bekommen. Das ist von der lieben Uta. Und ich freue mich total auch über die Karte. Frühlingsduft liegt in der Luft, frühe Ostern. Also auch ein toller Spruch. Und auch ganz cool gestaltet, weil man eben hier die Blüten einmal ausstanzen kann. Also einfach eine Blütenstanze nehmen und dann Blüten ausstanzen. Die kann man natürlich stempeln und ausstanzen, so wie hier. Hat sie oben drauf gearbeitet und dann hier nochmal gestempelt. Ist eine tolle Art. Im Grunde eine einfache Karte, aber eine ganz besondere Karte mit einfach elegant, würde ich sagen. Vielen, vielen lieben Dank. Also ihr Lieben, ich mache heute gar kein Schlussbild. Danke euch allen ganz, ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich hoffe, das ist eine tolle Inspiration für euch beim Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einfach einen Daumen hoch da. Das würde uns natürlich freuen. Und wenn ihr euch das Video insgesamt gefallen hat oder so, dann könnt ihr einfach den Kanal abonnieren und werdet immer kostenlos informiert, wenn ihr diese Glocke drückt, wenn euch meine Videos gefallen.
Es gibt jetzt ausnahmsweise im Abspann keine Bilder mehr von den einzelnen Karten, so wie ich es bis jetzt immer gemacht habe, weil ich einfach so spät dran bin mit dem Video. Und ich hoffe, es kommt noch pünktlich online, aber bei mir ist eben gerade viel los und deswegen, ja, hoffe ich, dass ihr das jetzt super gesehen habt im Video. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln der ganz vielen tollen Ideen, die ihr gesehen habt. Wie gesagt, mein Video dazu kommt noch und bleibt gesund, macht's gut und passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!